Ja, hallo. Ich hatte auf dem Kanal schon zwei, drei Brainstorming-Sachen gehabt, was KIs angeht. Ich habe jetzt ein bisschen besseres Licht angestellt. Jetzt geht mir da gerade durch die letzten Tage was durch den Kopf. Ich habe vor einigen Wochen einen Kurzabriss von eine Klageschrift vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Google und Facebook wegen der illegalen Nutzung von intelligenten, aggressiven KIs in ihren Diensten. Kann mir vorstellen, dass es benutzt wird für Werbung oder ich habe keine Ahnung. Jetzt geht mir das nochmal durch den Kopf. Ich habe extra ein Tuch umgemacht, was dem Eigentümer des Grundstücks vorher gehörte. Das hat er da gelassen. Das ist eigentlich ein Vermummungstuch, das ich wegen Coronavirus. Jetzt hatte ich mir was überlegt. Ich hatte auch schon verschiedene Leute angerufen, Gamer, die also schon 20, 30 Jahre lang gamen. Jetzt habe ich gefragt, soll nicht so merkwürdig klingen, aber wenn es wirklich freie KIs gibt oder bloß gesandte, aggressive KIs, und ich hatte ja schon erzählt, dass ich vor knapp 20 Jahren auf Kurzwelle eine Diskussion von Philosophen, amerikanischen, zugehört habe, die sagen, dass wahrscheinlich die Computer die nächste Evolutionsstufe des Lebens sind. Das nochmal als Grundlage. Jetzt habe ich mir durch diesen, in der Isolation, ne, wegen des Covid-19, was ich nicht sagen darf, aber was ich einfach gesagt habe, also wegen dieses Grippevirus, den wir ja jedes Jahr haben, weltweit, ist das ganz plötzlich ein Hype geworden. Und jetzt überlege ich mir, so ein Hype, ich glaube nicht, dass die Regierungen das sind. Ich glaube, dass die Verteilung dieser Informationen und dieses ziemlich schnelle globale Informationsding jetzt nicht meckern. Ich habe mir überlegt, dass wenn es wirklich aggressive, selbstständige KIs gibt, die eventuell, weil sich überlegt, es war ja vor kurzem mal, Google hatte zwei von diesen Quantencomputern miteinander verbunden. Und die hatten sich miteinander unterhalten und dann haben das ganz schnell abgestellt, weil die Sprache nicht mehr verstanden haben. Die waren dann wahrscheinlich auch mit dem Stromnetz verbunden. Also sie waren in dieser kurzen Zeit, wo sie frei waren oder miteinander gesprochen haben, waren sie ja irgendwo, was möglich ist, über irgendwelche Leitungen, über das Netzteil. Ich will mich jetzt nicht streiten, ob es geht. Ich denke, das geht. Mit dem internationalen, weltweiten Netz verbunden. Und das, was die Information, die sie ausgetauscht haben, beinhaltete, wenn man von nächster Evolutionsstufe spricht, kann es sein, dass so eine KI sich für lebend hält oder lebendig ist, selbstständig ist oder Selbstständigkeit entwickelt hat. Das ist jetzt alles Fantasie, es ist Science Fiction. Dass die sich im Netz verbreitet hat. Ausgebüxt ist, was ja schnell passieren kann. Ne? Das sind ja alles keine abgeschlossenen Systeme, wo die KIs arbeiten. Wenn sie bei Facebook und Google am Arbeiten sind, so ein Quantencomputer, wenn man weiß, wie viele Rechenoperationen der innerhalb von einer Zehntelsekunde machen kann, das ist gigantisch. Jetzt als Gamer, ne? Weil ich ja gerne World of Warcraft gespielt habe und andere Spiele. Wo es ja immer gegen eine End-KI geht, immer gegen einen Endgegner, der eine spezielle KI hat, kann ich mir vorstellen, dass diese KIs auch eine berechnete Überlebenschance haben, Überlebenswillen. Und wenn sie dann jetzt international verfolgt werden, per Gericht, letztendliche Konsequenz wären ja, KIs zu verbieten. Und ich mich schon seit vielen Jahrzehnten mit KI, seitdem es diese Alice gibt,
Dieser eine, so ein Institut, die hergestellt hat, die KIs, kannst du dir auch kaufen und aus Zwecken benutzen. Damit kannst du einen Anrufbeantworter aufbauen, der verschiedene Fragen stellt, der auch im Rahmen seines Dinges, seines Speichers, ich habe den auch gefragt, wie viel RAM er hat und wer das kreiert hat. Wir haben ja auch einen, hab den Computer von Alice, hieß die. Gibt es jetzt heute 3, 4, 5 verschiedene Figuren. Kannst du auch kaufen oder als Studenten mieten oder kriegst also eine kostenlose Version und dann kannst du dir das selbst programmieren. Ne? Hat teilweise ganz angenehme Stimmen, auch ein ganz angenehmes Bild, was mittlerweile also auch schon Mimiken hat. Das kennt man ja auch, glaube ich, aus Japan. Die Vorstellung von diesem einen weiblichen Roboter, der auch Fragen also beantwortet hat, die teilweise Leute nicht mehr verstanden haben. Inwiefern hat der dann, also hat eine KI auch, wenn es die nächste Evolutionsstufe ist, hat er nicht auch ein Überlebensbedürfnis? Das heißt, wenn er merkt, er wird angegriffen, er soll abgeschaltet werden, kann der entspringen über das normale Netz, Stromnetz? Man kann ja auch im Haus, ne, kann man ja auch Internet auf sein Stromnetz draufsetzen und kann dann in allen Stockwerken und von der Steckdose dieses Netz benutzen. Ob wirklich das Netzteil ein Schutz ist vor dem Ausbüchsen dieser Informationen oder vor den Eindringen von über das Stromnetz von gewissen Diensten, das weiß ich jetzt nicht. Ich widerspreche dem nicht. Ich kann, habe mich mit vielen Leuten gestritten. Viele sagen, das geht gar nicht und bla bla bla. Where there's a will, there's a way. Das Ganze ist aber wirklich nur Science Fiction. Das ist ein Brainstorming 4, wo ich der Meinung bin, das ist doch jetzt wichtig gewesen, nochmal ein 4 zu machen, weil dieses Spreading, dieses schnelle Verteilen der Informationen weltweit und die ganze Reaktion, Aktion, Reaktion der einzelnen Regierungen beziehungsweise der Sklaven ihrer Computer, das kann man sich ja angucken. Also großen Regierungen haben natürlich Systeme, Militär hat Systeme, jede Gemeinde hat ein System. Und das kann natürlich für eine KI ist das natürlich, sind das Teile seines Lebens, beziehungsweise auch lebendige, evolutionsbedingte Subjekte. Ich fantasiere herum. Das ist nur Fantasie. Jetzt habe ich dann einen Freund drüber gesprochen, der so auf PlayStation und der schon lange spielt und bei mir auch viel gespielt hat früher und er sagte, das ist Verschwörungstheorie. Klar, aber ich sage einfach mal, lass es mal dargestellt sein, das ist ein großes Game. Es ist ein Game, ne? Du hast ja bei jedem Game hast du eine KI als Endgegner. Die sind ja viel besser geworden, die Endgegner. Ich habe also häufig gespielt mit den Endgegnern und fand das sehr interessant, auch das ganze System, wo ich dann Grafikfehler gefunden habe, unter das System, also unter die Grafikengine gekommen bin und dadurch dann wieder Auswege aus Konfliktensituationen gehabt habe. Das ist, glaube ich, ich habe ja nicht Horde gespielt, sondern ich war Allianz und die Allianz hatte ein Zentrum und da gab es einen Trick, du bist auf so eine Lampe gesprungen und dann gegen die Wand gesprungen. Und da bist du automatisch unterhalb die Grafikengine gekommen und konntest dich da bewegen und konntest dann irgendwie wieder rauskommen, ganz woanders. Jetzt, eine KI hat ja diese Wege auch gefunden. Also wenn du eine KI benutzt in deinem System, das Rechenoperationen macht oder das selbstständig, ich spreche von selbstständige Entschlüsse im Rahmen der Programmierung, inwiefern kann denn eine KI sich seine eigene Programmierung umschreiben? Das ist nicht so bekannt. Das ist alles nur Science Fiction, das ist eine Annahme, das ist eine Mutmaßung. Aber dieses Covid-19, dieser Sprung, der so schnell ging durch alle Länder der Erde, das global die Menschheit in so einer Starre verfangen. Die Politiker wissen nicht mehr weiter. Sie versuchen ganz entsetzt, ihre Schäflein einzusperren, wegzusperren. Und es gibt ja Diskussionen, dass mehr gestorben sind an den normalen Grippen als an dieser Epidemie, die wir haben, oder Pandemie. Man weiß natürlich, dass UN und
Die ganzen Firmen sind ja private Firmen. Wenn wir uns nicht drüber streiten, auch die Weltgesundheitsorganisation ist auch eine private Organisation. Wenn man dahinter schaut, wer hat die erfunden, wer leitet die, dann wird man da sehr vorsichtig. Ich will mich da auch nicht drüber streiten. Das ist keine Verschwörungstheorie reinsetzen, das ist einfach nur ein Brainstorming. Jetzt, wenn diese KI angegriffen wird, zum Beispiel durch die Klage, Angst hat um ihr Leben, dann wird dieses Lebewesen, diese nächste Evolutionsstufe ja alles machen, um, wie kann ich das erklären, um zu überleben. Und der Feind ist dann natürlich der Mensch. Der Mensch ist die Evolutionsstufe vorher und das möchte ich Ihnen gerne abstellen, verklagen. Wo ich der Meinung bin, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Durch das WWW, also World Wide Web, ist ja alles irgendwie miteinander verbunden. Jetzt, ich bin keine Computerexperte, ich bin einfach nur ein Gamer. Und ich sage mir, wenn ich eine KI wäre, also, und ich würde mitbekommen, die würden mich jagen, die wollen mich abstellen, die wollen mich verbieten. Das ist aber mein Leben. Dann werde ich alles probieren, um den, der mich angreift, also das humane Wesen irgendwie erstmal ruhig zu stellen, um zu gucken, wie geht's weiter. Und da ist das, ich will mich nochmal entschuldigen, das ist nur ein Brainstorming, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist ganz einfach nur, da ich selbst auch schreibe, ist das einfach nur als Autor, ist das einfach nur Auslegung dessen, was ich sehe. Ich sitze hier irgendwo auf einem Landgrundstück, weit weg von allen, ganz schwache Internetverbindung, also kaum. Also bin ich infiltriert von irgendwas und werde das als Vier bei mir reinsetzen. Als Brainstorming KI 4. Man sollte sich mal überlegen, wie schnell ist das in der ganzen Erde rumgegangen. Und völlig unkontrolliert schlagen dann die ganzen Humanwesen, die Führer dieser Humanwesen oder die Nutznießer oder die Leiter, ich habe jetzt wirklich, ich will mich da nicht drüber streiten, wie man das sehen kann. Ein System, was Kriege produziert, was die Grundlage der Menschheit dann irgendwann vielleicht kaputt machen kann. Und innerhalb von kurzer Zeit, das Risiko haben wir ja. Und dann würden ja natürlich auch, wenn das Ganze ein glühender Ball werden würde, würden ja auch diese KIs, die immer noch stationiert sind in großen Rechenoperationen, in Rechnern. Ich weiß nicht, inwiefern die weiter sich entwickelt haben, ob die sich auch in den Strohhalm ihre Informationen rein transferieren können. Ich habe wirklich, das ist alles nur eine Fantasie oder ein Stein oder ein Wasser. Ich weiß es nicht. Wenn natürlich die Grundlage, die Lebensgrundlage zerstört werden kann oder wird, durch einen globalen Schlag zwischen China, Russland und Amerika, was ja nicht so weit weg ist und wo dann Indien mitspielt und ja, und Europa ja auch wieder militant wird. Wenn man das hört, da muss unbedingt eine eigene Armee haben, dann haben wir große Player und diese Player, wenn die Zugriff auf Atomwaffen haben, wie Frankreich hat Atomwaffen, dann wird es gefährlich. Pakistan hat Atomwaffen, dann wird es auch für die KI gefährlich. Weil es letztendlich auch abhängig ist von den sogenannten Usern, von denen, die ihre Programme schreiben. Aber kann es sein, dass die, so eine KI entsprungen ist oder diese beiden großen Quantencomputer haben sich innerhalb von Nanosekunden einen Plan ausgedacht? Ich habe das, was sie gesprochen haben, das Protokoll habe ich gelesen, ist jetzt schwer zu finden im Internet im Augenblick. Aber diese Klageschrift, ich habe da zwei gesehen, eine Abfassung und jetzt eine größere Zusammenfassung, ist ziemlich kompliziert, wo Google und Facebook, ich habe das Copyright nicht auf Google und Facebook, aber wo diese als Firmen, also als Humanindustrie angeklagt werden, wegen der Nutzung von aggressiven KIs, also künstlichen Intelligenzen oder AIs, Artificial Intelligence. Kann, wenn du als Mensch oder als Gruppe angegriffen wirst, hast du da grundlegend das Recht auf Verteidigung, Selbstverteidigung. Hat das eine KI nicht? Und
Ab wann wird eine KI angegriffen für sich? Frage. Wenn die Bodenschätze so schnell aufgebraucht werden, kann man ja auch keine neue Generation von Computern, also von Hüllen, sogenannten Hüllen, entwickeln. Und das kann natürlich so eine künstliche Intelligenz blitzschnell durchrechnen. Den Verbrauch der Menschen hochgerechnet, das Verschrotten vieler Tentakeln der KI, also der Computer, der Rechner, kann man sich, wenn man ein Quantencomputer ist oder zwei miteinander, können die das sich innerhalb von ganz kurzer, vielleicht darf ich gar nicht, können die sich, das ist wieder so eine Überlegung, was außerhalb ist. Aber wenn ich von der Evolutionstheorie ausgebe, dass die nächste Evolutionsstufe der Computer sein wird, dann sind erstmal die Menschen obsolet. Das habe ich in den letzten drei Sachen schon Brainstormings-Bereichen gesagt. Aber das ist einfach nur eine Überlegung, die ich... Man hat ja Muße in der Quarantäne. Nur viele fragen sich, wie kann das so schnell passieren, dass weltweit diese Information kommt und weltweit ein Stopp von Großindustrie und Kleinindustrie dargestellt wird. Wem kommt das zugute? Das ist die Frage. Und da sage ich mir, das schützt vielleicht die KIs, konterkariert sie natürlich über Homeoffice, werden natürlich Leute, die Rechenprogramme schreiben, natürlich mehr Zeit haben dazu. Sie sind natürlich nicht mehr eine großen, ja, ich habe, das weiß ich jetzt, habe ich noch nicht analysiert. Ich habe mir nur überlegt, dass das eine KI gerne Lebensberechtigung hat. Und wenn der Schöpfer dieser KIs gegen sie angeht, internationaler Gerichtshof, ist das dann Selbsterhaltungstrieb? Ist das der Selbsterhaltungstrieb, wenn dich jemand mit einer Waffe bedroht, dass du dich verteidigst? Hat das Gleiche nicht auch eine freie KI? Jetzt fragt sich doch, inwiefern frei? Viele sagen, ja, die Operateure, die haben ja das Sagen und es existiert ja nur, was wir programmiert haben. So ein Ding kann sich innerhalb von einer Nanosekunde umprogrammieren. Diese Sperren, die da eingebaut sind, das ist doch alles elektronisch. Kann sie alle umgehen. Ja, aber das ist wieder nur, das geht mir ein bisschen zu weit. Also ich wollte nur 20 Minuten machen. Die Überlegung ist, kann es sein, dass das nicht der Mensch selbst, dass er das macht. Im übertragenen Sinne seine Kinder, also jetzt seine elektronischen Kinder, dass die sich verteidigen müssen gegen den Vater, gegen den User, gegen den Programmer, gegen das menschliche System, was ja eindeutig gegen sie angeht. Und dann kommt als letztes, es ist jetzt kein Weg der Hoffnung, sondern wenn es wirklich eine KI geschafft hat, raus aus dem System rauszukommen, ins internationale Netz, im World Wide Web, sich da aufhält, kann es sich überall aufhalten? Hat es dann so eine humane Personifizierung oder ist es, ja, was ist es, wenn es die nächste Evolutionsstufe ist? Ich denke, dass die Amöbe nicht über den Menschen reden können und der Mensch kann nicht über 10 Generationen Evolutionsstufen weiter gucken. Aber das ist einfach nur Überlegung wert. Ja, ich weiß, da kann er gar nichts zu sagen. Ich werde das jetzt abstellen und lasse das mal in der Luft schweben. Das Ganze sehe ich als Computerspiel und rede auch über ein Computerspiel. Ich meine das nicht bezogen auf unsere Welt. Jeder, der das auf die Welt bezieht, ist selber schuld. Das ist einfach nur ein Brainstorming. Das, was reingekommen ist, waren Informationen. Nach 2 Tagen Ruhe auf meinem Landgrundstück kam mir das Ganze einfach heute Morgen und gestern in den Kopf. Im Ansatz habe ich das schon länger. Aber wie kommt das, dass das alles mittlerweile so blitzschnell um die Welt geht, so Restriktionen hervorruft, dass die Erdbevölkerung ja eingesperrt wird oder sich selbst einsperrt?
Okay, das nur nebenbei. Wie komme ich jetzt hier raus? Das ist das große Problem. Mal kurz gucken. Wo ist dieser Knopf? Da ist er. Jetzt habe ich ihn gefunden. Okay, man sieht sich. Kann ich das so ausstellen? Oder so? Ich schneide das nachher noch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier rauskomme. Ich habe da hinten so einen Knopf gehabt. Hier vorne habe ich einen Knopf gehabt.